Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid im Bastelzimmer von Ostfriesland. Heute möchte ich mit euch eine einfache Denk-an-dich-Karte basteln. Da braucht es gar nicht viel für. Sie ist wirklich simpel gebaut, aber mit einem gewissen Etwas. Ich möchte euch auch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ich habe hier mal eine Zeichnung fertig gemacht. Wir brauchen nämlich einen DIN A4 Farbkarton in Grundweiß. Das habe ich mir jetzt hier mal auf so Matschpapier aufgemalt. So wird das aussehen und so werden wir es dann auch schneiden. Und ihr braucht dafür euer Schneid- und Falzbrett, euren Farbkarton. Und jetzt legt ihr euch den auf der kurzen Seite einmal bei 10,5 in der Mitte an und falzt euch den einmal durch. Dann machen wir Folgendes. Ihr legt euch das jetzt so hin, dass ihr jetzt 10,5 auf der linken Seite anlegt und dann nur oben, nein, gar nicht wahr, nur unten bis zur Querfalz einmal einschneidet. Also bei 10,5 auf der langen Seite einlegen und von unten bis zur Querfalz einmal einschneiden. Ich muss mir das jetzt ein bisschen drehen, damit ich das auch besser sehen kann. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt legt ihr euch das wieder um, sodass der Schnitt jetzt hier auf der linken Seite zeigt. Und legt euch das wieder bei 10,5 einmal an und schneidet von oben bis zu dem gerade gezogenen. Und wenn ihr dann merkt, alles klar, lässt sich rausziehen, habt ihr die Stelle erwischt. Also habt ihr jetzt so ein kleines L. Wie ihr das jetzt hier so sehen könnt, das können wir später noch gebrauchen. Nehmt euch jetzt Bleistift und Lineal und wir müssen jetzt einmal eine Linie ziehen, und zwar bei 17,5 cm. Also hier haben wir 11. Hier können wir eigentlich auch von da ausgehen. Hier waren es ja schon 10,5 und hier müssten wir eigentlich dann nur noch mal bei 7 eine Markierung machen, legt euch das Lineal hier unten an dem ausgeschnittenen an, dann habt das schön gerade bei 7 cm und da macht ihr euch jetzt eine Verbindungslinie. So, muss auch nicht fest sein, es muss nur ersichtlich sein. Und jetzt machen wir Folgendes, wir gehen jetzt oben 3,5 cm nach innen, legt euch das jetzt wieder hier am äußeren Rand an und zieht jetzt hier eine Linie ganz leicht. Und von rechts machen wir das auch nochmal bei 3,5 cm. Da müssen wir jetzt ein bisschen schneiden. Das können wir dann eigentlich wieder zusammenklappen. So, und ihr schneidet jetzt nur hier die obere, das obere und das untere Rechteck schneidet ihr jetzt einmal raus, indem ihr euch die Linie hier mittig in die Falzlinie legt und bis zur eingezeichneten Querlinie einmal das Ganze einschneidet. Dann dreht ihr euch das Ganze und legt euch jetzt hier die lange Seite einmal an und schneidet da. Ihr könnt das auch so anders machen. So, komm. 3,5 cm oben anlegen und bis zur Markierung unten einmal einschneiden. Und auf der anderen Seite genau dasselbe. Wenn das jetzt noch ein bisschen stickert, dann ist das nicht schlimm. Dann schneiden wir den Rest gleich mit der Hand aus. Was wir jetzt machen, ist, dass wir erstmal das Ganze hier wieder sauber radieren.
dann schaut das Ganze so aus. Und bevor ich es vergesse, ich habe diese Karte nach einem Vorbild gebastelt. Das habe ich nach dieser Karte gemacht. Die habe ich zu Weihnachten bekommen von einem ehemaligen Teammitglied. Und die schickte mir diese Karte zu und die fand ich so süß. Die kann man also auch hier, wie gesagt, schön aufklappen. Ich kann das jetzt nicht aufmachen, weil da sind persönliche Worte drin. Das möchte ich jetzt nicht so gerne zeigen. Aber nach dieser Karte habe ich mich orientiert und habe mir gedacht, die möchtest du gerne machen, aber auf deine Art und Weise. Und dazu kommen wir ja jetzt. So, wir haben jetzt das grundsätzlich erstmal fertig gemacht. Was wir jetzt noch machen, ist, dass ich das Ganze etwas bestempeln werde. Und zwar nehme ich mir hier ein bisschen Matschpapier. Und wir werden heute in der Farbpalette arbeiten. Fräsinlila, Heideblüte und Olivgrün. Wir werden außerdem verwenden jetzt erstmal das Painted Lavender. Das ist gerade akut nicht bestellbar, aber ab der Woche vom 4. März soll es wieder reinkommen. Also legt euch auf die Lauer, das wie gesagt erscheint wieder. Was ich daraus jetzt verwenden werde, ist jetzt erstmal hier das Grün. Und dann möchte ich diese Dolde hier verwenden. Und da fangen wir zunächst mal mit dem Olivgrün an. Da nehme ich auch immer erst den zweiten Stempelabdruck. Da ist das ganze Grün. Das stempel ich mir jetzt einmal ein. Stempel es einmal kurz ab. Jetzt nehme ich mir hier noch das Papier, damit es mir nicht über die Karte hinausgeht. Es soll noch Platz nach oben sein, also nicht zu hoch ansetzen das Ganze. Das ist mir persönlich jetzt schon fast zu hoch. Schauen wir mal, ob wir es ein bisschen niedriger kriegen. Ja, so geht's. Und dann schön einmal abstempeln. Das Schöne ist ja, die Natur ist ja auch nicht gerade, von daher passt das ganz gut. So, das wäre das. Wie gesagt, der zweite Stempelabdruck vom Olivgrün. Jetzt nehmen wir das Fräsienlila, die hellere Farbe erstmal. Und jetzt gehe ich da mit der Blumendolde rein und setze mir hier auch einfach verschiedene Höhen einmal auf. Immer schön versetzt. Ihr könnt auch noch mal kleinere dazwischen setzen. Auch gar kein Problem, aber soll gleich auch noch mal eine hellere Farbe rein, also die dunklere, das Heideblüte soll ja jetzt gleich auch noch erscheinen. Und deswegen lasse ich das jetzt erstmal so. Man kann auch immer noch mal später was dazusetzen. Ich lasse die Farbe jetzt erstmal auf, gehe jetzt ins Heideblüte und stempel mir das jetzt hier ein paar Mal ab. Und mache das jetzt mit der Heideblüte ganz genauso. Ich fange jetzt hier zunächst an dem äußeren Rand an. Das passt ganz gut. Dann kann man unbeschwerter arbeiten. Und man kann auch ruhig mal ein bisschen crazy gehen und voll schief. Das finde ich auch mal ganz schön. Muss nicht immer alles ganz stur nach geradeaus gehen. Also auch hier ruhig ein bisschen Fantasie. Und hier an der Seite können wir dann noch mal. Und was ich jetzt mache, ich gebe jetzt noch ein bisschen Spiel da rein, indem ich jetzt nur noch den zweiten Abdruck nehme. Dann gibt das Ganze, kommt da noch ein bisschen mehr Spiel rein, finde ich. So, das war es aber eigentlich auch schon. Das finde ich, das reicht. Und so sieht das dann aus. Jetzt können wir hier noch ein bisschen schärfer machen. So. Das wäre das. Jetzt können wir auch direkt schon weiternehmen und gehen und uns hier den Rest von eben nehmen. Ich werde mir jetzt hier diesen Blumenstrauß daraus einmal nehmen aus dem Stempelset. Das ist jener hier. Und da werde ich zunächst mit Fräsienlila einmal reingehen. Ich lege mir das quer. So.
und stempel mir das Ganze jetzt ein paar Mal ab, damit die Farbmischung runtergeht, und gehe dann ins dunkle Heideblüte und setze mir das jetzt ein bisschen versetzt auf, und zwar nach unten. Das ist das Schöne an den Stempelkissen, wenn die, da ist noch ein Haar drauf irgendwie, das muss ich mal eben sauber machen. So, jetzt ist wieder alles goodi. Also einmal mit dem Stempelkissen reingehen und jetzt etwas versetzt nach unten das Ganze aussetzen. Das könnt ihr ja durch das klare Stempelset gut sehen. Dann habt ihr so ein bisschen Farbspiel drin, ne? Ihr könnt das natürlich auch aquarellieren. Das hatte ich euch ja in einem Vorgängervideo schon mal gezeigt. Das sieht auch ganz schön aus. Müsst ihr wissen, was ihr da präferiert. Also da könnt ihr ja Gott sei Dank machen, was ihr wollt. Dann habe ich hier noch, die können wir jetzt erstmal dicht machen. So, und dann haben wir hier ja auch noch das Grün von den Blumen. Das stempel ich mir jetzt auch noch mal auf. Diesmal nehme ich aber den ersten Abdruck. Und das stanzen wir uns jetzt erstmal aus. Das können wir uns schon mal ein bisschen hier abschneiden. Dann passt das auch besser durch die Stanzmaschine. Und wo wir sie gerade da haben, fällt mir noch ein, ich wollte noch die Schmetterlinge einmal abstempeln. Das mache ich hier auch wieder in Heideblüte. Die stempel ich mir jetzt auch noch eben auf und dann können wir das zusammen durch die Stanze ziehen. Fangen wir zunächst mit diesem an. Ihr braucht die Sandwichform 1 und 2, also die falsch umgesetzt, ne? Muss ich eben einmal umdrehen. So. Geht das noch mit den... Ja, funktioniert noch. Und das einmal durchkugeln. Ich wurde in der letzten Zeit öfters mal nach meiner Kanalmitgliedschaft gefragt. Und da möchte ich euch ganz gerne mal an die Hand nehmen und euch zeigen, wie das denn so funktioniert. Wenn ihr meinen Kanal öffnet, ich hoffe, ihr könnt das jetzt alles so gut sehen, dann öffnet sich diese Seite. Da unter anderem seht ihr auch, ob ihr den Kanal abonniert habt. Wenn nicht, würde ich euch natürlich dazu auffordern und ermuntern, das zu tun. Und wenn ihr dann noch auch gleichzeitig die Glocke aktiviert, dann werdet ihr auch automatisch informiert, wenn es Neues von mir gibt. Worum es jetzt heute geht, das ist die Kanalmitgliedschaft, und da müsst ihr einfach nur hier auf Mitglied werden gehen und dann werdet ihr auch durch das Ganze hier durchgeführt, was es wo gibt. Bei den kreativen Unterstützer zahlst du im Monat 4,99 Euro für den gesamten Content. Das sind ja dann in der Regel 4 bis 5 Videos, die ihr im Monat erhaltet und die ihr dann praktisch unterstützt. Ne? Also ihr unterstützt diesen Kanal natürlich, indem ich dann weitere Materialien davon kaufen kann. So. Je nach Länge bekommt ihr auch eigene Logos. Ihr bekommt bevorzugte Beantwortung von Kommentaren und ihr bekommt eigene Emojis. Das ist das. Wenn ihr jetzt sagt, ich möchte inspirierter Bastler sein, was ist das denn? Dann bekommt ihr die gesamten Vorzüge von den kreativen Unterstützung. Obendrauf bekommt ihr aber auch noch vorab Zugriff auf meine neuen Videos. Das heißt, in der Regel so 2 bis 3 Tage, je nachdem wie ich fertig werde, habt ihr bereits vor den anderen Zugriff auf neue Videos und ihr erhaltet alle aktuellen PDF-Anleitungen des Monats rückwirkend zur Verfügung gestellt. Wie funktioniert das jetzt, wenn ihr jetzt hier drauf geht auf Mitglied werden, wenn ihr sagt, ich möchte die PDF-Anleitung gerne haben, dann gebt ihr auf die inspirierten Bastler und dann seht ihr auch schon die monatliche Gebühr und wann die Abrechnung beginnt. Dann habt ihr hier noch verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, die ihr auswählen könnt. So, und da wählt ihr eure dann halt aus. Und wenn ihr abgeschlossen habt, bekommt ihr immer, sagen wir mal, ihr schließt jetzt heute ab, am 4. März, dann würdet ihr am 4.4. zahlen und am Anfang
Anfang April würdet ihr dann für den März die ganzen PDF-Anleitungen von mir zur Verfügung gestellt bekommen. Ne? Also da wäre es ganz gut, wenn ihr mir kurz dann Bescheid sagt, wenn eure Kanalmitgliedschaft abgeschlossen ist. Schaut auch immer noch mal, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit PayPal bezahlt, ob die zukünftige Buchung schon in eurem Konto verbucht ist. Und dann meldet euch ganz kurz per Mail bei mir, dann nehme ich euch auf. Ich sehe das zwar, dass ihr Mitglied seid bei mir in der Kanalmitgliedschaft, aber ich habe bis jetzt noch nicht gefunden, wo man denjenigen dann auch eine Mail zukommen lassen kann. Je nachdem, welcher Kanal das ist, wenn er privat ist, dann erfahre ich da nicht viel und sind die Kanalinformationen da auch nicht aufgeführt, dann kann ich auch keinen Kontakt aufnehmen. Dann müsstet ihr euch kurz mit mir in Verbindung setzen, damit ich eure E-Mail-Adresse habe, um euch die PDF-Anleitung zukommen zu lassen. Das wäre das. Jetzt wird aber fleißig weitergebastelt. So, wir stanzen uns jetzt das Ganze hier einmal aus noch. Die Blumen haben wir ja schon. Jetzt kommen noch die Schmetterlinge. Und die Blumenstängel, ein bisschen nach oben, so. Quatsch, hier, so. Das Ganze einmal abdecken. Und da gehe ich jetzt folgendermaßen her. Ich habe noch etwas anzumerken. Und zwar habe ich mir hier noch so ein kleines Tag gemacht. Das habe ich mir ausgestanzt mit den Stanzformen Mini-Versandtasche. Da ist das mit drin. Das finde ich total süß. Und das werden wir jetzt auch noch mal kurz bestempeln. Und zwar habe ich mir da aus dem Stempelset Flotterkäfer das für dich rausgenommen. Wer das Stempelset hat, der hat es gut. Der kann das direkt dann verwenden. Es gibt aber mit Sicherheit auch noch andere Stempelsets, wo ihr das verwenden könnt. Ihr müsst diesen Tag auch überhaupt nicht verwenden. Den könnt ihr also auch locker weglassen. Da stempel ich mir das jetzt noch eben auf. Das habe ich jetzt auch wieder in Heideblüte aufgestempelt. Dann habe ich hier noch circa 10 cm Base hier aus diesem Cordel Basics im Set. Die habe ich mir jetzt genommen. Da ziehe ich mir das jetzt hier einmal durch. Wie gesagt, 10 cm ist das Band ungefähr lang. Und da mache ich mir jetzt dann hier einfach einen Knoten noch rein. Und jetzt klebe ich mir das Ganze hier einmal zusammen. Dann nehme ich mir Mini Dimensionals. Und den großen Schmetterling. Das setze ich mir jetzt hier einmal auf. Na, was ist denn hier los? Einmal mittig. Ziehe mir die Schutzfolie ab. Und bringe mir den Schmetterling auch hier direkt so auf. Werde mir jetzt das hier noch mit Glue Dots befestigen. Einmal so. Denn wenn ich mir das jetzt da auf den Glue Dot draufklebe, dann wird der Schmetterling entweder schief oder der geht ständig ab. Deswegen drehe ich mir jetzt hier so eine kleine Wurst und lege mir das daneben, damit ich hier das Band befestigen kann. Das lege ich mir jetzt daneben einfach so auf. So, und jetzt kommt der Schmetterling dann einfach da oben drüber. So, und was ich auch noch machen werde, ist, dass ich mir ein bisschen Wink of Stella hier auf den Schmetterling gebe. Und natürlich auch auf den kleinen, den werde ich mir jetzt hier oben, werde ich mir noch ein bisschen Kleber auf die Ecke aufbringen.
und den kleinen Schmetterling da einfach oben drauf setzen. Dann können wir das Ganze hier auch noch ein bisschen auseinanderziehen, damit das nicht ganz so statisch aussieht. So, dann hätten wir das schon mal. So, jetzt haben wir hier unsere Karte. Jetzt brauchen wir noch Aufleger und zwar einmal in den Maßen 6,4 x 10 cm und 10 x 10 cm. Und die habe ich mir hier geprägt und zwar mit der Prägeform Blumenmeer. Das ist eine 3D-Prägeform. Die habe ich mir damit, wie gesagt, eingeprägt. Und die setzen wir uns jetzt hier so auf. Wer mag, kann jetzt auch die Blumen noch mit Blending-Pinseln versehen. Ich persönlich mag das gerne, aber jetzt in diesem Fall etwas reduzierter. Ich mache jetzt so eine Weiß-Weiß-Karte. Das finde ich zwischendurch auch immer mal schön. Und da gebe ich mir jetzt hier einfach Tombow auf und bringe mir das bündig zum Rand. Hier einmal so auf. Das sieht doch gut aus. Und jetzt braucht ihr praktisch nur noch euch nach der Höhe orientieren. Und dann passt das alles wunderbar. Und dann ist das auch schön gleichmäßig. Schön festdrücken. So, was wir jetzt machen, wir brauchen hier nochmal Dimensionals. Denn ich möchte das gerne hier aufbringen und als Verschluss benutzen. Dafür kann ich mir jetzt auch mal die großen nehmen. Da picke ich mir jetzt hier welche raus und da mache ich das folgendermaßen, dass ich mir das zunächst hier ruhig mit einem bisschen Abstand so aufklebe, oben wie unten, beziehungsweise unten müssen wir jetzt mal gucken, da müssen wir ein bisschen genauer arbeiten. So, da packe ich mir das hier oben schon mal fest. Schutzfolie natürlich abziehen, ist logisch. So, das fixieren wir uns hier und dann kann ich hier unten auf den Stängeln dann praktisch den anderen drauf bringen, da wo Platz ist. Und kann mir das hier runterziehen. Und dann kann man sich das hier immer schön wieder dazwischen schieben und hat die Karte schön, schön flach und verbunden vor allen Dingen. Dann braucht man keine richtige Banderole, sondern man hält es halt damit. Außerdem habe ich mir noch aus den Stanzformen und Prägeformen aufmerksame Worte. Das ist ja leider, leider sehr lange jetzt schon nicht bestellbar. Soll aber in der Woche vom 8.4. ist es. Ja, in der Woche vom 8.4. soll es wieder bestellbar sein. Insofern das früher ist, werde ich vielleicht auf Instagram auch nochmal einen kleinen Post loslassen, weil ich weiß, einige Kunden, die warten da schon sehnsüchtig drauf. Es kommt wieder rein. Nächsten Monat soll es wieder soweit sein. Da habe ich mir den Prägefolder, habe ich mir vorher mit Brombeermus eingerollt und dann habe ich mir das geprägt und so kommt das dann da raus und das werde ich jetzt hier auf Dimensionals einmal aufbringen. Dafür nehme ich jetzt wieder die Minis. Und setze mir die hier hinten einfach so ein paar drauf. Dann schauen wir mal, dass wir uns das hier möglichst gerade. Ich mache das jetzt ein bisschen so nach frei nach Schnauze. Das ist das. Und dann könnt ihr hier immer hergehen und das Ganze euch noch so ausgestalten, wie ihr das möchtet. Ich habe mir überlegt, ich werde hier noch einmal das Ganze aufbringen, aber mit einem schönen Hintergrund. Und zwar werde ich das jetzt folgendermaßen machen. Ich muss hier ein bisschen abdecken. Ich möchte nämlich mit einem Blending-Pinsel jetzt das Ganze einmal verblenden. Und zwar
mit Fräschenlila. Werde ich jetzt hier reingehen. Und das schön, da müssen wir mal gucken, wie weit brauchen wir das. Ja, das passt. Da braucht man natürlich auch noch mal ein bisschen was drunter. So. Und wenn ich dann so ein bisschen Wölkchen drin haben will, dann gehe ich dann einfach nicht mehr in kreisenden Formen rein, sondern tippel dir das Ganze hier so ein bisschen ab. So, was ich jetzt noch brauche, ist ein Stempelblock. Dann habe ich hier mir das Heideblüte ausgewählt und gehe da jetzt mit einem Stempelblock einfach so rein. Gehe mit ein bisschen Wasser drauf. Nehme mir meinen Fächerpinsel, tauche den hier schön ein, das macht den damit schön nass. Das ist mir noch nicht nass genug. Da gehen wir noch mal drüber. Das soll nämlich schöne große werden und nicht so kleine. So, das sieht doch gut aus. Das können wir beiseite legen. Nehmen wir uns das auch alles wieder weg. Und hier werde ich mir das Denk an dich jetzt einfach nur ganz plan aufkleben. Hier oben könnt ihr dann ein paar persönliche Worte reinstellen oder ihr macht es genau umgekehrt, dass ihr das oben drauf macht und unten was reinschreibt oder hier oben noch ein Stempelpapier aufbringt in 10x10. Dann könntet ihr auch hier noch was draufschreiben. Da seid ihr wirklich komplett frei, könnt machen, was ihr wollt. Und hier mache ich jetzt auch noch ein paar Schmetterlinge rein. So, ihr Lieben, das ist das gute Stück für heute. Ich mag das ja gerne, dass hier dann noch so ein bisschen Glitzer mit drin ist von den Schmetterlingen und das Ganze hier so ein bisschen durch das Etikett hier ein bisschen ein bisschen lebendiger macht das Ganze. Ich mag es auch, dass es hier wirklich ziemlich plan ist, also Farbton in Farbton gearbeitet mit ein paar Highlights. Ist zwischendurch mal was ganz Schönes und wie gesagt, es ist mit wenigen Handgriffen, ist es eine besondere Karte und wer kriegt so eine Karte nicht gerne auch nach Hause geschickt? Also ich finde das auf jeden Fall eine schöne Idee. Denkt auch bitte dran, dass wenn ihr bestellen möchtet und sagt, dass ich möchte mal bei der Yvonne bestellen, mal schauen, wie die so drauf ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Gastgeberinnencode, der hier oben ist, benutzt. Dann unterstützt ihr gleichzeitig diesen Kanal für weitere Projekte. Außerdem erhaltet ihr pro 25 Euro einen Treuepunkt, der euch auch wiederum gut geschrieben wird. Und wenn ihr sagt, ich möchte noch zusätzlich sparen, dann macht einfach eine Sammelbestellung, dann spart ihr da auch nochmal richtig Geld. Alle Informationen dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr zur Videobeschreibung kommt, dann einfach unter der Unterschrift, da kommt dann so das kleine Wörtchen mehr mit ein paar Punkten, einmal draufklicken, dann öffnet sich die Videobeschreibung. Ihr findet dann alle Informationen zu diesem Projekt, zu Kanalmitgliedschaft, zu meinem Blog. Das findet ihr alles dort verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächsten Sonntag wieder dabei seid. Und freue mich jetzt schon auf euch und wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche und einen schönen Sonntag. Macht es gut. Bis dann.